es ist schon spät, es ist schon 12. Ich wollte euch eigentlich viel früher mitnehmen, denn ich bin schon seit um 4 Uhr wach. Gott, mein Tag ist schon fast zu Ende. The story of my life. Ich konnte nicht mehr schlafen. Ist manchmal so. Dann bin ich um 5 aufs Sofa geflüchtet, hab die anderen alle schlafen lassen und als Nils das Wecker dann um, weiß ich nicht, um 7 geklingelt hat, nee, kurz vor 7 geklingelt hat, da sind die anderen dann alle rübergetappert und ja, jetzt ist eigentlich alles super ruhig gewesen. Ich bin gerade mit den Kleinen reingekommen. Wir waren gerade eine große Runde spazieren. Ja, mit Emma, mit Faye und mit Lotta. Und wir haben den Friseur unseres Vertrauens getroffen. Ich hätte kurz mit ihm geschnackt, ob sie denn jetzt schon wissen, wann sie wieder aufmachen dürfen. Und heute Morgen ist jetzt rausgekommen, dass sie ja wahrscheinlich am 1. März wieder dürfen. Und er sagt auch, ihm fällt zu Hause die Decke auf den Kopf. Und ich kann das voll verstehen. Auch wenn ich ja jetzt deutlich mehr Ablenkung noch durch die Mädels habe. Aber trotzdem, apropos Ablenkung, ich werde gleich los zum Einkaufen, beziehungsweise will ich unbedingt die Sachen von Rossmann noch zurückbringen, die ich neulich gekauft hatte für Nils Schultüte und muss auch noch einmal ganz kurz einkaufen. Aber ich befürchte, ich muss hier erst eine Runde spielen. Ne, Emma, wollen wir erst eine Runde spielen? Wiepa! Bevor ich los darf. Das war auch schon mal enthusiastischer. Nee, und dann, wie gesagt, einmal zu Rossmann, einmal zu Lidl und dann wieder nach Hause. Achso, dann werde ich heute nochmal wieder mich in die Küche stellen. Und zwar nicht für was Warmes zu essen, also nichts zum Kochen, sondern ich wollte Brot backen. Sorry für die Haare, keine Ahnung, was heute wieder los ist. Frisch geduscht und es fliegt eigentlich gerade alles einfach zu allen Richtungen. Genau, also Brot backen, denn zum Abendbrot soll es Brot geben mit Guacamole, richtig lecker, weil ich noch so viele Avocados habe, vom Sushi. Übrigens, wer das Sushi-Video noch nicht gesehen hat, werde ich euch oben verlinken. Das war so, so, so lecker. Und wir haben ja eigentlich gesagt, dass diese 500 Gramm Sushi-Reis für 4 Personen reichen. Bei uns ist fast nichts übergeblieben. Also ich würde sagen, für 3 Personen reicht es auf alle Fälle. Für 4 würde ich sagen, es ist zu wenig, auch mit wenig Hunger. Also macht es auf alle Fälle nach. Es gibt so viele coole Sushi-Varianten. Wir sind begeistert und wir werden bestimmt nicht das letzte Mal Sushi selber gemacht haben, sondern werden da bestimmt noch mal mehr probieren. So, jetzt bin ich auch schon wieder zu Hause. Was heißt schon? Es sind 2,5 Stunden später, ich war 2 Stunden unterwegs, habe aber den meisten Einkauf noch im Auto gelassen, weil ich dachte, das können wir nachher zusammen hochtragen. Ich habe keine Lust, das alles alleine zu schleppen. Und ich war bei Lidl, bei Rossmann, beim Futterhaus und bei Rewe. Und ihr erinnert euch ja bestimmt noch, warum ich zu Rossmann gefahren bin. Weil ich was zurückbringen wollte. Kleiner Tipp am Rande, es macht Sinn, den Bon mitzunehmen. Ich habe ja noch ein paar Tage. Aber egal, jetzt bin ich jedenfalls schon mal in die Küche unten gezogen. So. Und habe mir schon mal mein Mehl rausgesucht, denn ich habe euch ja erzählt, es gibt jetzt das Brot mit Guacamole zum Abendbrot. Und ich mache wieder das fristig dumme Brot mit Trockenhefe. Ich habe keine Lust auf das lange gehen lassen und das hat so gut funktioniert. Genau, Rezept schreibe ich euch einfach unten in die Kommentare. Geht ratzfatz. Rezept ist nicht von mir. Quelle kenne ich nicht, es gibt so viele online. Aber genau, ihr werdet es sehen. Ist super easy und mache ich schnell. Oder ich bereite es zumindest vor, denn der Rest, ja, der Rest dauert ja dann wieder. Das Brot ist aus dem Ofen, beziehungsweise der Teig, aber schaut mal, wie schön der aussieht. Der ist richtig schön aufgegangen. Das heißt, jetzt muss ich einmal schnell die Arbeitsfläche frei machen und dann wird wieder gefaltet. Ich weiß gar nicht, war das 10-mal oder 12-mal? Ich glaube 10-mal. Das war zumindest wahnsinnig oft. Also, ran an den Speck. Mal falten. Ehrlich gesagt habe ich nicht mitgezählt, aber ich glaube, einmal steht noch aus.
zu viel. Ist ja auch nicht schlimm. Also einmal nochmal schnell. Ihr habt es ja jetzt schon gesehen. Es ist so, dass man die untere Seite zum Drittel hochklappt. Die obere Seite klappt man ein Drittel runter. Dann rolle ich es immer ein bisschen, dass es ein bisschen länger wird. Dann kommt von rechts ein Drittel und von links ein Drittel. Und wie ihr hört, ist es mega anstrengend. Und tada, das ist jetzt mein Brot. Und so wird es jetzt gleich in meinen Römertopf reinkommen. Ich muss mir einmal die Hände sauber machen. Und dann sehen wir uns gleich. Genau, ich habe hier schon einfach das Backpapier reingepackt. Jetzt kommt da das Brot rein. So. Und alles zusammen kommt gleich in den kalten Ofen, dass das zusammen vorheizt. Aber zuerst brauche ich noch ein bisschen Wasser zum Draufsprühen. Moment. So, dafür habe ich hier meine wunderschöne Spritzpistole von Ikea aus der Blumenabteilung. Oh, da sagt meine App, ich soll was trinken. Das werde ich auch gleich. Und danach wird das Ganze oben nochmal bemehlt, dass das nachher auch richtig schick ist. So. Und jetzt darf ich es noch einritzen, wie ich will. Ich glaube, da mache ich heute wieder ganz, ganz einfach mein Blatt. Das mache ich immer am liebsten. Ihr wisst ja, ich bin ja nicht so künstlerisch begabt. Aber das kriege ich hin. So, ich zeige es euch einmal schnell von oben. So sieht das Ganze jetzt aus. Und das kommt jetzt bei 240 Grad Ober-Unterhitze in den Ofen. Und zwar 50 Minuten lang mit Deckel und dann nochmal 10 Minuten ohne zum schönen kross werden. Nils ist jetzt gerade nach Hause gekommen und hat herausgefunden, dass es Brot gibt. Klingt wie nichts Besonderes, aber selbstgemacht ist halt immer doch was Besonderes. Jedenfalls hat er gesagt, er möchte nicht nur Guacamole, das heißt, ich werde auch nochmal Bruschetta dazu machen. Und ich habe jetzt ja noch eine gute Stunde ungefähr. Und deshalb würde ich sagen, müsste ich mich jetzt mal langsam vorbereiten. Der Rest einkauft. Das hier sind alles Bananen, die werde ich auf dem Balkon unterbringen. Und das ist das Brot. Ich weiß nicht, warum es in der Kamera immer so viel dunkler rüberkommt, als es in echt ist. Eigentlich ist es wunderschön von der Farbe und genau perfekt. Und jetzt fehlt nur noch einmal die Guacamole und Bruschetta. So. Und ja, jetzt darf ich anschneiden, dass es so schön war. Essen ist fertig. Supi. Habe ich gut gekocht? Super. Richtig klasse. Endlich mal wieder. Vor allem, das haben wir lange nicht gehabt. Das stimmt. Selbstgebackenes Brot, schön mit Pinata, hätte ich mal gesagt. Wie heißt es noch? Guacamole. Guacamole und Bruschetta. Ja, und gleich haben wir noch was vor, aber dann lassen wir die Kamera weg, weil ich habe ein bisschen Angst, dass das danach schlimm wird. Ja, ich kriege ein bisschen die Haare mal geschnitten. Vielleicht klappt das ja ganz gut. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe das noch nie gemacht, aber ich habe mir extra so eine Haarschneidemaschine gekauft. Das wird schon. Irgendwie muss man ja. Ja, aber erstmal wird gegessen. Schaut euch das mal an, wie geil das aussieht. Und jetzt ist auch schon ein Schritt weiter. Der hat nämlich schon auf das Bruschetta das Chiliöl, das selbstgemachte, drauf gemacht. Oh, da müssen wir nachmachen. Das ist bestimmt richtig scharf gleich. Egal. Und auf die Guacamole. Kürbiskern. Das Kürbiskernöl. Das und jetzt habe ich Hunger. Piep, piep, piep. Guten Appetit! So, ich war ja vorhin auch noch im Futterhaus und schau mal, was ich alles gekauft habe. Ja, hier ist noch Chaos irgendwie im Hintergrund, aber freue mich eins nach dem nächsten weg. Ich wollte euch einmal zeigen, was gerade so die Sachen schlechthin sind, ohne die wir nicht leben können. Das sind einmal Kaninchenohren, die magst du aber nicht, Emma. Dann, witzigerweise mag Emma die absolut billigsten Knochen von Rossmann am liebsten. Hier drin sind getrocknete Schweinenasen. Die finden Faye und Lottie ganz cool. Gab es jetzt wieder länger nicht. Dann, hier seht ihr alle leeren Dosen über die letzten Wochen. Dann müssen auch immer dabei sein Kälberblasen. Da gibt es immer zwei verschiedene Varianten. Einmal die, die so locker gewickelt sind. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Die sind so ganz, ganz eng gewickelt. Aber von denen haben sie halt länger was.
habe ich die genommen. Dann habe ich was gekauft, wofür Nils mich ausgeschimpft hat. Und zwar Lachshaut. Er meint, man hat die Schuppen nachher überall. Und deshalb soll ich den das erst für den Sommer aufsparen. Ich weiß gar nicht, ist das so lange haltbar? Ja, Februar 22. Dann können wir das noch ein bisschen abwarten, damit sie das dann draußen essen. Für Emma gibt's Ente. Und was haben wir noch? Noch mehr von diesen Knochen hier, von diesen Rossmann-Knochen. Ja, ja, ja. Und noch eine Packung Kälberblatt. Die sind uninteressant. Ach, da ist noch was. Dann das essen mittlerweile alle super gerne. Das sind so Kaustangen. Das ist Rinderkopfhaut. Büffelhaut, Büffelkopfhaut, wie auch immer. Umwickelt mit Rind. Umwickelt mit Rind, Lamm und Huhn. Also ich weiß, das da ist Huhn. Vielleicht ist das Lamm und das Rind, vielleicht. Vom Dunkelheitsgrad. Hier gab es gerade Krawall. Und Emmas Lieblingssorte, Ente. Da gab es einen Einzelpack von. Und genau, ansonsten ist nochmal Kälberblatt. Achso, und das hier. Das ist für die Kleinen vor allem. Das sind so Kaurollen. Da müssen sie halt ewig dran kauen, bis sie in den Inhalt dran reinkommen. Oder dann drankommen. Und Zeitvertreib. Man muss ja nicht immer nur essen, um zu essen, sondern auch essen, um Spaß zu haben, finde ich. Sowohl für Menschen als auch die Mädels. Aber ja, deshalb werde ich das jetzt einmal einsortieren. Ich habe mir ja schon mal die Kisten und Dosen und sowas rausgeholt. Ich finde das jetzt echt cool, wie wir das alles organisiert haben. Rossmann konnte ich übrigens an zwei Sachen nicht vorbeigehen. Zum einen, ich bin mega froh, dass die Küche wieder ordentlich ist. Und zwar habe ich mir nochmal eine Federtasche besorgt, denn die ich jetzt hatte für die Sachen fürs Bullet Journaling, die war einfach voll. Und ich dachte mir, ich teile das jetzt auf in Brush Pens und die Fineliner. Und schaut mal, dann habe ich noch was gefunden. Und zwar dieses wunderschöne Washi Tape. Da oben sind sogar Donuts mit drauf. Richtig süß. Ich finde es aber eine Frechheit. Washi-Tape ist so teuer. Ich glaube, das kostet auch wieder 5 Euro. 4x5 Meter. Das ist crazy. Aber egal. So, jetzt muss ich einfach den Flur wieder restaurieren, nachdem die Hunde hier fertig waren. Und ja, dann werde ich jetzt die Haare schneiden. Aber das zeige ich euch nicht, weil da habe ich echt Angst vor. Keine Ahnung, ob das was wird. Guten Morgen. Ich wollte eigentlich euch ja gestern noch mitnehmen. Und auch noch Nils Ergebnis zeigen. Ich bin ganz zufrieden. Ich glaube, Leo hätte das deutlich besser hinbekommen. Aber egal. Egal. Ich wollte euch mal erzählen, was sich denn jetzt mittlerweile bei uns so getan hat. Was so meine Routine angeht. Denn, ich drehe mal um. Das hier ist das Chaos, wie es im Moment jeden Morgen aussieht. Aussieht. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Hier unten, die Mäuse haben gerade schon gegessen. Ich weiß nicht, wie Lotta es schafft. Die fällt jeden Morgen einmal in Wasser ab und macht die überall Fußstapfen. Theoretisch könnte ich jeden Tag wischen. Das ist der Karton vom Römertopf. Aber, weil hier noch das restliche Brot drin ist, ich weiß gar nicht. Dingedingeding. Habe ich den noch nicht mit rausgenommen. Ich glaube, Nils hat das Brot vergessen. Der wollte nämlich Brot mitnehmen. Genau. Aber mein Morgen sieht jetzt immer so aus, dass ich aufstehe. Eigentlich mit Nils zusammen, meistens, heute Morgen meine ich, mir Wasser aufsetze. Nein, das mache ich jetzt, weil ich gesehen habe, dass es schon wieder kalt geworden ist. Nein, dann werde ich die Kleinen anziehen, also Lotta und Faye, und dann geht es immer einmal erst nach draußen. Quietsch, quietsch, yeah! Hier wird schon wieder gespielt. Bei uns ist der Morgen nämlich total verspielt, ne Lotti? Ja, ja, ja. Ist das dein Fuchs? Soll ich den werfen? Yay! Und wieder zurück. Genau. Also, was ich sagen wollte, wir gehen dann immer einmal schnell raus. Hier unten in den Hof, da ist gleich eine Grünfläche. Dann können sie ihr Geschäft verrichten. Und dann geht es erstmal wieder hoch. Also nichts mit groß spazieren gehen, weil es einfach so kalt im Moment ist. Und die beiden ja immer noch am Husten sind. Das heißt, wir versuchen sie irgendwie drinnen auszupowern. Oder ich vor allem über den Tag. Ja. Und als nächstes gibt es Frühstück für die Lücken. Ich frühstücke dann immer erst ein bisschen später, aber das macht gar nichts. Aber die drei Großen kriegen, oder die drei Mädels kriegen dann Essen, denn dann ist auch Emma mal nach einer Weile irgendwann wach, wenn wir wieder reinkommen. Die will aber nicht raus, keine Sorge.
Tierquälerei, ich weiß. Ich weiß, wie kann man einen Hund so früh rausschicken? Nein, und dann Frühstück für sie. Und dann gucke ich immer einmal, was denn noch so an Geschirr im Wohnzimmer rumsteht. Und das ist meistens immer noch so die Reste, entweder von Nils Frühstück oder vom Abendbrot gestern. Und sammeln wir das zusammen. Und dann ist das Erste, was ich morgens mache, immer die Geschirrspüle. Also sprich die Küche fresh zu machen. Und wir haben was gemacht, und zwar die ganzen Punschpackungen hier hochgeholt. Und eigentlich dürften auch die Sachen da alle nicht stehen. Denn Lotta findet es total toll, wenn sie alleine in der Küche sind, die Sachen aufzubeißen und hier Überschwemmungen zu veranstalten. Das ist zum Glück bisher nur ein einziges Mal passiert. Deshalb habe ich die Milchtüten auch schon nach oben gerettet. Aber muss ich natürlich nicht unbedingt jedes Mal haben. Deshalb muss ich mal schauen, wo ich die Säfte hinpacke. Keine Ahnung. Hier schreit jemand Nashi, Mami. Ich höre das immer, gibt gleich was. Also kriegt sie gleich was zu naschen. Ich räume die Küche auf und dann mache ich mir Frühstück. Und ich frühstücke im Moment jeden Morgen das gleiche. Ich habe eine kleine Sucht. Ihr wisst ja, ich bin kein Frühstücker. Ich habe es letzte Woche schon gesagt. Aber ich habe gemerkt, dass die Zeitspanne zwischen Aufstehen und Abendbrot essen, sprich so 18 Uhr, dann doch relativ groß ist mit 10 Stunden. Deshalb habe ich mir überlegt, ich frühstücke. Und dann gibt es meistens Waffeln mit Nutella, einen Apfel oder eine Banane noch dazu, damit ich ein bisschen Vitamine habe. Sonst bleibt das nämlich auch aus, wenn jetzt nicht da ist. Und ja, dann ran an den Speck, würde ich sagen. Nächster Schritt ist dann immer Tee für den Tag vorbereiten. Ich trinke einfach so ungern Wasser. Ich brauche irgendwas mit Geschmack. Und deshalb mache ich mir morgens immer 2-3 Tassen Tee. Und ja, ich wollte heute mal gucken, wie viel das ist. Deshalb wiege ich das ab. Ist total bescheuert wahrscheinlich. Aber so habe ich zumindest ein bisschen Überblick, wie viel ich trinke. Dann zum Frühstück meinen Saft. Mit dem B12, weil ich weiß nicht, ob ihr das wisst, dass die Vegetarier ja eigentlich, oder was heißt nicht eigentlich, sondern dass wir damit dann kein B12 aufnehmen. Das heißt, das müssen wir supplementieren. Und Vitamin D auch. Also nicht als Vegetarier, aber das muss ich nehmen nochmal dazu. Und ja, das ist dann immer so mein erstes Frühstück. Aber ich würde sagen, das sind meine 3 Tassen Tee. Und ich liebe diese Tassen alle, ne? Also diese großen. Einmal haben wir einen Klopfer. Dann eine Hogwarts-Tasse, 9¾. Richtig cool. So. Die Mädels sind drüben am Spielen. Und ich werde mir Frühstück machen. Und normalerweise, ja, normalerweise habe ich mir das jetzt die letzten Tage angewöhnt, mich jetzt gemütlich vor den Fernseher zu setzen und einen Film zu gucken. Ich habe ewig keine Filme geguckt und Nils und ich gucken auch gerade nochmal wieder Game of Thrones. Hatten wir letztes Jahr durchgesuchtet irgendwie. Letztes oder vorletztes, weiß ich gar nicht mehr. Jedenfalls sind wir jetzt gerade wieder dabei und jetzt bei Staffel 4. Und wie gesagt, sonst gucken wir halt nur Serien. Aber jetzt bin ich wieder auf Filme umgeschwenkt. Das heißt, was habe ich vorgestern geguckt? Alles Filme, die ich kenne, damit ich nebenbei so ein bisschen Haushalt daddeln kann. Vorgestern war es Illuminati, genau, mit Tom Hanks. Liebe ich, mag die alle. Also auch, wie heißen die anderen auf Deutsch? Da Vinci Code und Inferno. Also die habe ich nicht geguckt, aber das ist so diese Dreierreihe. Und ich bin so gespannt, wann die nächsten rauskommen, weil die Bücher dazu habe ich schon alle durchgehört. Ich liebe, liebe, liebe diese Reihe. Mit Robert Langdon als Professor, als, ja, Zeichenprofessor, Symbolologe? Weiß ich gar nicht. Jedenfalls gestern habe ich dann geguckt, ich bin dann mal weg, den mag ich auch mega gerne. Und heute wollte ich entweder Harry Potter gucken oder vielleicht Inferno. Weiß ich noch nicht, mal schauen. Ja, 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 erstmal werde ich jetzt hier gerade von Lotta wieder zum Spielen aufgefordert. Das heißt, ich mache jetzt schon mein Frühstück fertig und dann geht's ins Wohnzimmer. Aber, Moment. Nee, es geht nicht ins Wohnzimmer, denn heute ist Donnerstag und es ist schon 9:30. Das heißt, wenn ihr in 5,5 Stunden ein Video haben wollt, und davon gehe ich aus, werde ich mich gleich mit meinem Frühstück nicht vor den Fernseher setzen, sondern an den Schnitt.
und basteln wir am nächsten Video. Achso, und ich wollte euch noch ganz, ganz lieb Danke dafür sagen, dass ihr so lieb wart und gesagt habt, dass mein Schnitt auch total in Ordnung ist und ihr das sogar nicht erkannt hättet. Da bin ich mega stolz drauf, weil das was Neues ist, was ich mir jetzt auch erstmal aneignen musste. Und das ist gar nicht so easy, beziehungsweise es ist schon relativ easy, aber man muss sich halt viel merken, gerade am Anfang. Aber das hat Nils alles sehr gut vorbereitet. Und dieses Loop-Deck, was er euch irgendwann gezeigt hat, das ist mega. Da sind diese ganzen Tastenkürze eingespeichert. Man muss nur auf irgendwelche einzelnen Felder drücken. Mega, mega cool. Also Frühstück und dann sehen wir uns übermorgen im neuen Video wieder. Und ich mache mich jetzt an den Schnitt. Also, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Und wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr Bock auf den nächsten Vlog habt, dann schaltet am Samstag wieder ein. Ich freue mich. Bis dann. Ciao, ciao.